Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Hallo und herzlich willkommen zu Alte Schule Daily. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich euch ein Video mitgebracht mit meinem aktuellen Podcast-Gast Eddie Wiss. Der Schweizer Rennmechaniker ist ja mit seinem roten Werkzeugkoffer wirklich um die Welt gereist und hat alles Mögliche gesehen, an allen möglichen Rennwagen geschraubt, für viele, viele Rennfahrer gearbeitet, viele Leute kennengelernt und erzählt ganz, ganz toll und charmant von seinen Erlebnissen. Heute gibt es ein Video zu seiner Zeit bei McLaren und auch, wie er den traurigen Tod von Bruce McLaren erlebt hat. Aber bevor wir dahin kommen und falls ihr auch zu den Leuten gehört, die viel in der Welt unterwegs sind, dann möchte ich euch den Partner meines heutigen Videos vorstellen, und zwar ist das die Firma NordVPN. VPN oder VPN steht dabei für Virtual Private Network und das klingt toll und es ist sogar fantastisch. Denn ihr alle kennt das, wenn ihr im Hotel seid, oder am Bahnhof oder im Café und ihr wollt euch ins Internet einloggen, dann kommt oftmals die Meldung, Achtung, Verbindung ist nicht sicher. Das liegt daran, dass es ein offenes WLAN ist und um euch rum vielleicht Leute sitzen, die es nicht so gut mit euch meinen wie ich, sondern die versuchen, eure privatesten Daten abzugreifen oder Fotos zu klauen und die dann irgendwie ins Internet zu stellen. Kann alles passieren. Oder stellt euch vor, ihr betreibt einen kleinen, aber muggeligen Formel-1-Rennstall und fahrt gerade in der aktuellen Saison vorne weg. Dann wollt ihr, wenn ihr die Daten zu eurem Headquarter nach England übertragt, ja auch nicht, dass die konkurrierenden Teams da was abgreifen. Oder der Bild-Zeitungsreporter, der irgendwo mit einem Hacker um die Ecke sitzt und versucht, an die Daten zu kommen. Auch wenn das natürlich die Bild-Zeitung nie machen würde. Liebe Anwälte, gleich bitte wieder cool down und nochmal die Stirn abtupfen. So, und wenn ihr jetzt so ein Virtual Private Network auf eurem Computer installiert habt, dann baut ihr euch quasi einen Tunnel zu einem sicheren Server. Von außen kann keiner rein, nur ihr kommt direkt dahin, wo ihr hin wollt, ans Ziel. Und das macht die Firma NordVPN. Und eine Funktion, die finde ich auch noch ganz fantastisch, wenn ihr abends jetzt irgendwie auf dem Hotel seid, irgendwo im Ausland, in Russland oder in China oder wo man sich gerade so rumtreibt, und ihr möchtet abends noch ein bisschen von eurer Lieblingsserie auf Netflix binge-watchen, dann geht das ja meistens nicht, weil dann steht da, dieses Video ist in diesem Land nicht zugelassen. Man muss in Deutschland sein. Die wollen ja irgendwie für jedes Land einzeln abgreifen. Dann könnt ihr einfach einen deutschen Server wählen bei NordVPN und zack, die Flag, könnt ihr die Videos gucken. Tolle Sache. Und natürlich sagt ihr jetzt wieder, hey, die letzten Burnouts haben so viele Reifensätze verschlungen, ich habe kein Geld mehr. Es gibt das Ganze natürlich auch rabattiert. Wenn ihr jetzt auf die Seite geht, www.nordvpn.com/alteschule und den Rabattcode alte Schule eingebt, dann bekommt ihr sowas von Rabatt. Also das guckt euch an, sowas habt ihr noch nicht gesehen. Link ist hier unten eingeblendet und findet ihr auch nochmal in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem Video meines heutigen Gastes, Eddie Wiss, zu dem es übrigens ja auch ein Buch gibt. Das ist quasi das Bilderbuch zu meinem aktuellen Podcast. Hier sind fantastische Aufnahmen von ihm und ihr könnt quasi seine ganze Karriere sehen. Aber natürlich seht ihr auch etliche tolle Rennfahrer. The Swiss Wiss, Eddie Wiss, ein Leben mit Rennen und Sportwagen. Lege ich euch ans Herz. Auch das wird nochmal hier unten verlinkt. Und jetzt viel Spaß mit meinem Gast, Eddie Wiss. Lotus, das war natürlich der große Name. Lotus, das war der große Name. Und der Chapman hat so in den 50er Jahren angefangen und dann die verrückten Leute wie Lola etc. Lola, da habe ich beim Bonnier viel gesehen. Ich bin bei Lola gewesen, oder? Interessant im Nachhinein. Eric Bradley, Lola, der hat sehr schöne Autos gebaut. Also viel schöner zum Teil als Lotus. Der hat sehr schöne Autos gebaut. Und Sie müssen sich mal vor Augen halten, der Tony Southgate, der John Barnhart, Patrick Head, die sind alle bei Lola gewesen. Die sind alle da durch die Schule. Also die großen Formel-1-Entwickler heutzutage, ne? Ja. Die sind also, der größte von allen ist natürlich der John Barnhart, unbestritten. Auch was der Adrian Newey heute macht, ja, das ist hinter dem Komma. Aber die große Revolution, das ist der Barnhart, unbestritten. Was der alles gebracht hat, das kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Aber ich will nur sagen, die sind damals bei Lola gewesen und haben sich dann weiterentwickelt. Aber die sind als unerfahrene Zeichner zum Eric Brodley gegangen oder wurden da angestellt in Slough. Da bin ich viel gewesen in Slough. Und dann
Beim Erklären war das natürlich so. Nach meiner Technikumausbildung in der Schweiz wollte ich immer auf ein Büro als Zeichner gehen. Oder? Mhm. Und der Joe Marquardt aus Winterthur, der war ja Konstrukteur beim McLaren. Mhm. Und da habe ich gedacht, ja, da wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass ich auch mal dahin komme, da gehe ich dahin. Und der Marquardt hat mir da geholfen, dass ich da eine Stelle bekommen habe. Aber ich musste natürlich in der Werkstatt arbeiten. Das hat mir auch gefallen. Das war das Beste, was passieren konnte. Und das schreibe ich auch in meinem Buch. Wir sind eine Bande von Enthusiasten gewesen. 45 Leute. Und wir haben Can-Am gemacht, wir haben Indy gemacht, wir haben Formel 1 gemacht. Auf der ganzen Welt. Nur die Motoren nicht. Motoren habe ich von Cosworth gehabt. Für Indy und Can-Am hat man in Detroit eine Werkstatt gehabt. Aber sonst haben wir alles selber mit dem kleinen Team gemacht. Und das sind natürlich ganz andere Verhältnisse gewesen, als es heute ist. Ich meine, beim Sauber sind es jetzt 500 Leute. Ich weiß nicht, wie viele die anderen haben. Die fahren jede zwei Wochen fahren sie irgendwo ein Grand Prix, wenn sie eine volle Saison haben. Ja. Bei uns war das ganz anders. Und das war auch gut so, oder? Und das waren schon sehr, sehr gute Jahre. Darum habe ich in meinem Buch, das ist das orange Kapitel, das ist die Universität, sagen wir mal, für das Handwerk. Und dann die Persönlichkeiten, die Leute, die man kennenlernt da, oder? Weil... Wie war das? Sie sind ja überhaupt erstmal vorher bei einem Autorennen gewesen und haben den Bruce McLaren angesprochen. Ja, das war das erste Mal. Als Sie nach London gefahren sind. Ja, als ich da einigermaßen mich verständigen konnte, bin ich mit meinem Abarth, gefahren. Das ist das einzige Transportmittel, das ich hatte, oder? Mit dem Abarth Bialbero bin ich nach England gefahren. Das würde ich heute nie mehr machen, aber hin und wieder, ja, da gibt es so viele Geschichten. Kurbelwellenbruch, Antriebwellenbruch, Steuerketten, ich habe alles gehabt, aber bin immer wieder angekommen. Gut, dann in Silverstone habe ich mich da reingeschlichen und da gibt es ja das Paddock, wo die Autos stehen und dann kommen die Autos zu der Pre-Assembly Area und dann geht es raus auf die Strecke. Das war früher so, ich weiß, ob es heute noch so ist. Und da bin ich in die Pre-Assembly Area und da ist der McLaren, der Bruce McLaren gewesen mit seinem M7 und das beschreibe ich, glaube ich, im Buch. Das Auto ist so gestanden, da hat er am Lenkrad gedreht, dass die Vorderräder sich so bewegen und dann hat er das um 180 Grad gedreht, also die Druckfläche hatte er oben, das war ein Kiesblatt. Mhm. Und dann hat er da genau gesehen, die Abdrücke auf dem Reifen, wo das Rad, ob man mehr Sturz verstellen sollte. Das hat er sich am Abdruck auf dem Kiesblatt gedreht? Ja, okay. So, und das hat mich noch irgendwie beeindruckt. Und dann habe ich versucht, mit ihm zu sprechen. Ich konnte das nicht. Und er hat mir nicht mal gesagt, wo seine Werkstatt ist, weil ja, er hat, das ist another time waster, oder? Er will da keine Leute, die ihn da, er hat andere Sorgen, aber da habe ich gedacht, aber da muss ich mal hingehen, weil das Team hat mich so beeindruckt, die hatten orange Wagen, das war mal etwas ganz Spezielles und so wie sie die Autos gebaut haben, so wie ich das angeschaut habe, so würde ich das auch machen, habe ich in meiner Unerfahrenheit geglaubt, oder? So würde ich es auch machen, das könnte ich auch noch, oder so irgendwie. Und das hat mir natürlich angesprochen. Und dann über den Marquardt habe ich Kontakt gekriegt, wo denn das überhaupt ist. Und da bin ich da mal hingefahren und habe das gesehen. Und das war dann 5 David Road. Das war die Werkstatt von McLaren damals. Und ich bin dann nur mit dem Bonnier, das fängt aber an einem anderen Ort an, an diesem besagten Rennen in Silverstone sind die Bonnier-Leute gewesen. Und da war der Robert Hahn aus Frauenfeld, der war Mechaniker beim Bonnier. Und da habe ich den angequatscht.
Und dann sagt er, ja, du kannst schon Zürich-Deutsch reden. Ich bin auch von Zürich oder von der Schweiz. Und dann habe ich gefragt, ja, braucht ihr niemanden da? Dann sagt er, ja, ich frage den Chef, frage den Boni, ob er jemanden braucht. Und dann habe ich da eine Stelle gekriegt. Ich musste meine Schule fertig machen und mich dann, die Sprachschule, und mich dann in Genf bei ihm im Büro melden, weil in Genf hatte er sein Büro, der Bonnier, oder? Und da bin ich dann dahin und dann hat er mir einen Volvo-Stationswagen, steht da unten, und 1000 Franken gegeben, hat gesagt, so, jetzt gehst du nach London, gehst du zu Lola in Slough, das sind meine Mechaniker und meine Wagen, und gehst da rüber und die sprechen nur Englisch und fertig. Und so bin ich dann da reingekommen. Und er wollte mir nichts bezahlen, weil er hat gesagt, du hast keine internationale Erfahrung, also ich kann dir auch nichts bezahlen. Aber ich dachte, ich habe nichts zu verlieren, aber die Spesen kriege ich. Und ich konnte von den Spesen gut leben. Einfach, wir haben nur gearbeitet, konnte einfach leben. Und dann, später, nach einem Monat, hat er mir einen Lohn bezahlt. Und noch später kam dann die Sache, mit dem Can-Am-Projekt. Und dann hat er einen McLaren M6 Can-Am gekauft. Und dann hat er gefragt, willst du bleiben? Und da habe ich gesagt, ja, ich bleibe schon, wenn ich mit dem Can-Am-Wagen nach Amerika kann. Und da hat er gesagt, ja, also gut. Und den Can-Am-Wagen, den habe ich gebaut bei Trojan, wo sie Elva, gibt's Elva McLaren. Was ist Trojan? Trojan ist eine riesen Industriegruppe, von Peter Ack hat er geheißen, und die haben die Firma Elva aufgekauft, und Elva, das war ein Sportwagenhersteller, und McLaren hat dann seine Werkswagen in Lizenz bei Trojan respektive Elva bauen lassen. Darum heißt es immer Elva McLaren, Elva McLaren. Das heißt, ein McLaren Werkswagen bei Elva in Lizenz hergestellt. Mhm. Und die haben dann 50 Autos gebaut, so immer. Und da bin ich gewesen bei Trojan und bin dann mit dem Can-Am-Wagen nach Amerika. Sind 5 oder 6 Rennen haben die da gemacht. Und wir mussten hart arbeiten, aber wir sind nie aufs Podest gekommen. Und die McLaren-Leute, easy, easy. First, second, easy, first, second, was will ich? Ja, da habe ich gesehen, ja. Bei denen musst du arbeiten. Nicht da, wie die armen Kirchenmäuse da, oder? Also bei denen. Und die, wenn du dann im Zirkus bist, das war natürlich viel kleiner, da kennst du alle Leute. Und wir gehen ein Bier trinken zusammen oder wir gehen in die Stadt und haben Spaß zusammen, etc. Da kennst du die Leute. Und dann, als wir in Kalifornien waren, McLaren hatte eine Basis in Van Nuys, im San Fernando Valley, da in Los Angeles. Da bin ich mal dahin gefahren, wo sie ihre Wagen hatten, und habe mit dem Tyler Alexander gesprochen. Das ist der technische Director, war er, oder? Mhm. Und habe gesagt, du, könnte ich nicht bei euch arbeiten? Da hat er gesagt, Mamal, wir kennen dich schon. Wir nehmen dich. Ich habe gesagt, ich habe nur 2 Probleme. Ich habe keine Arbeitsbewilligung für England. Und als Mechaniker musstest du dein eigenes Handwerkzeug haben. Die Kiste habe ich immer noch oben, oder? Das war der Stolz jedes Mechanikers, dass du eigenes Handwerkzeug hast. Vielleicht wie ein Koch seine Messer hat, oder ich weiß nicht. Und meine Werkzeugkiste. Da sagt der Tyler, auch das ist kein Problem, wir schauen für die Arbeitsbewilligung, und nach dem letzten Rennen bringst du die Kiste zu uns, wir nehmen sie in Transporter und schicken sie nach England. Und so bitte nach England. Im November 68 muss das gewesen sein, bin ich dann bei McLaren angefangen. Und wie war das dann da? Also war das dann, also dieser große Zauber? Ja, nein, es war down to the ground, es war also very basic, aber... Das war natürlich schon Hightech für uns, für mich. Ja. So ein Cosworth V8-Motor, oder? Das ist fantastisch und solche Sachen. Und was wird alles hergestellt? Wir haben alles gemacht. Es war natürlich so, die Werkstatt, die war eigentlich aufgeteilt. Im Hinterteil
Da wurden die Autos hergestellt. Im Vorderteil hat es so eine Base gehabt, Buchten. Da sind die Rennwagen drin gewesen. Und oben etwas ist die Konstruktion, das Büro. Das war da oben so. Und das war natürlich immer ein Kampf von den Leuten von hinten in der Vorderteil der Werkstatt zu dislozieren. Und dem McLaren, ich habe es sehr, sehr gutes Einvernehmen mit ihm gehabt, weil er hat immer gesagt, alle Neuseeländer, die da kommen, die können die Sprache. Aber du musst ja noch die Sprache lernen. Du musst ein besonderer Spinner sein, oder? So hat er gesagt, oder? You must be crazy. Ja, do this, do that, do that. Und ich habe dann immer reingekniet und die ganz schöne Sache war natürlich, als wir den McLaren, nein, den Alfa Romeo Motor versuchsweise verwendet haben, den 8-Zylinder Alfa Romeo Motor, hat der McLaren gesagt, du bist ein Continental und du hast metrische Schlüssel in deiner Werkzeugkiste, du musst das machen. Also, okay. Und dann hat er mir vom Lastwagen haben wir ein Monocoque genommen, hat mir ein Teil in der Werkstatt zugeteilt, da hinten bist du und du baust das ganze Auto. Und dann habe ich die Aufhängung hergestellt. Wenn ich das fragen musste, da bin ich zu anderen, zu Spezialisten gegangen, ein besserer Schweißer oder sag mir, wie muss ich das machen. Und so habe ich, und der McLaren ist alle Abend ist er gekommen und hat das Zeug angeschaut. Ja, ist gut. So. Und da haben Sie von null weg den Rennwagen gebaut? Ja, also das Monocoque war fertig, aber die Aufhänger, das war dann einfach. Der Kühler, und dann habe ich von Specialized Moldings die Karosserie gekriegt, dann muss ich das anpassen. Ein richtiges Handwerk, sage ich mal, ein richtiges Handwerk. So ist es damals gewesen. Und dann haben wir den Wagen fertig gehabt und dann mussten wir immer auf die Motoren warten. Das ist dann ein anderes Problem, oder? Das ist dann eine andere Sache. Das war auch eine Riesenerfahrung mit Auto Delta. Das erste Mal, weil das ist ja so passiert, auch 70.000 Franken kostete damals ein Cosworth Formel 1 Motor. Wir hatten 5 Motoren für 2 Autos, oder? Das war eine Riesensumme. Und dann der Pierce Courage, das war auch ein guter Freund vom McLaren, oder? Und der Courage ist Alfa Romeo 33 gefahren, die Sportprototypen, 3 Liter Prototypen. Und dann ist er zum McLaren gekommen und hat gesagt, du, wenn wir so einen Motor im Formel 1 hätten, das wäre dann super, das wäre besser als Cosworth, oder? Und dann hat der McLaren einen Deal gemacht mit Alfa Romeo, dass sie uns 3 Motoren zur Verfügung stellen und wir müssen das Auto bauen, betreuen und zu allen Rennen gehen. Oder? Mhm. Und der Andrea De Ademic, das war der Pilot, der Andrea. Und so bin ich dann viel bei Auto Delta in Settimo Milanese, da in Mailand gewesen, mit dem Carlo Chiti. Zuerst mal bin ich mit dem Alistair Caldwell da runtergegangen, sind mit dem Flieger nach Mailand und dann das mit dem Mietwagen zu Auto Delta und da sind wir am Nachmittag mal da gewesen und dann hat der Kitty gesagt, ah, ihr seid schon da, ja kommt morgen, geht doch noch ins Freudenhaus nach Mailand bis morgen, oder? Hat der Kitty gesagt. Haben wir natürlich nicht gemacht, wir haben da rumgeschaut, oder? Ja, der Kitty, das war auch so ein Charakter. Die ganze Werkstatt Auto Delta hat es überall so Katzenteller gehabt. Er hatte viele Katzen, sind da rumgeschlichen, oder? Und das war sein Heiligtum, oder wie soll ich sagen. Also in der normalen Werkstatt hast du keine Katzen, aber Auto Delta hat es viele Katzen gehabt damals. Ja. Von dem hat mir Willighausen auch erzählt, der war ein Herr Rennleiter bei... Ja, Willighausen Racing Team, der ist ja auch mit dem 33er sehr erfolgreich gefahren. Hat er auch von den Katzen erzählt, oder? Nee, von den Katzen hat er nicht erzählt. Ja, aber der Kitty, ja. So, das sind die Geschichten. Wie haben Sie dann den Unfall von Bruce McLaren erlebt? Ja. Also, ich war ja da mitten in meinem Alfa Romeo-Stress. Das war 1970, ja. Ich habe wieder mal auf den Motor gewartet. Und auf der anderen Seite, wie war Formel 1, war hier. Und da drüben war Can-Am.
und der James Stone und der Kerry Taylor. Wer ist noch da? Ah, Tony Adert. Die haben da die Canon-Wagen fertig gemacht, gebaut. Und dann, wenn sie den fertig hatten, sie sind ja viel dessen gegangen, ist man noch so, wie sagt man dem, Rollout, Testing, bevor man nach Amerika geht, sind sie nach Kudu gefahren, eines Morgens. Und dann am Mittag, als wir vom Pub zurückkamen, ist der Gordon Kopack, das war dann der Chefdesigner, der Gordon Kopack, hat uns dann zusammengerufen und ist in der Werkstatt auf den Tisch gestanden und hat gesagt, hört mal, Bruce had a failure while he was testing the Can-Am car and he got killed instantly. That's it. Jetzt könnt ihr nach Hause gehen. Oder? He said he had a failure. Er hat einen Fehlschlag gehabt, oder? And he was killed instantly. Und das konnten wir ja nicht begreifen, oder? Und dann haben wir natürlich die Musik abgestellt und sind nach Hause gegangen. Das heißt, Harry Pierce, das war der Shopmanager, der hat gesagt, du bleibst noch da. Alle sind nach Hause gegangen. Du bleibst noch da, bis die aus Goodwood zurückkommen. Und dann sind die Can-Am-Leute, Alistair Caldwell, der war auch mit, sind zurückgekommen mit dem Lastwagen und die Überreste vom Auto da drin. Und dann sind wir rückwärts ganz nahe an den Paint Shop, das war so ein Anbau, hingefahren und haben alles sofort da reingegeben, verschlossen, weil das Gebäude war schon umlagert von Journalisten und Fotografen. Tatsächlich, so schnell hat sich das darum gesprochen. Ja, ja, das ist ja, das ist vor 12 Uhr passiert, oder? Und vielleicht um 5 Uhr sind dann die da zurück gewesen. Und der Harry Pierce hat mich beauftragt, am Innentor einen speziellen Riegel hinzuschweißen, dass wir das mit einem Schloss nochmal abschließen konnten. Oder? Und das ist es dann gewesen. Und dann, am nächsten Tag, wir wussten nicht, was machen, oder? Sind wir natürlich alle wieder in der Werkstatt gewesen. Weil wir hätten ja das Can-Am-Rennen, das war ja dann, ich glaube, Mossport Park wäre das erste gewesen. Und die mussten wieder ein Auto bauen. Und der Fahrer war dann der Gurney, der Notfall, also aushilfsmäßig gekommen ist. Der Dan Gurney ist angefahren. Und ich habe den Can-Am-Leuten auch geholfen, weil ich war ja so oder so auf verlorenen Posten mit meinem Alpha-Projekt. Der Motor ist immer noch nicht da. Es ist ja so passiert mit den Alpha-Leuten. Immer sollten wir Motoren haben. Einmal haben sie vom Flugplatz angerufen. Wir sollten mal zum Flugplatz kommen, da wäre jemand mit Handgepäck und sie würden den Motor nicht auf das Förderband bringen. Oder? Da sind wir mit dem Ford Escort. Ja, Colnbrook ist gleich um die Ecke von Heathrow. Das ist ja ganz in der Nähe, oder? Also die Flugzeuge, die Jumbo sind uns über die Bude geflogen. Da sind wir rausgesprungen, als der erste Jumbo kam, oder? Das war natürlich eine Sensation damals. Und dann sind wir da hingegangen. Da haben die Leute in Mailand, die Autodelta-Leute, jemand mit dem Formel-1-Motor im Handgepäck nach London geschickt. Und der ist sofort wieder zurückgegangen. Die Leute vom Zoll sind mit uns gekommen und mussten dann den Motor irgendwo da im Flugplatz auf dem Gelände abholen und einladen, dass wir weitermachen konnten. Das sind so die Standardgeschichten mit den Leuten. Aber ja, das ist so. Ich meine, der Willi Kausen, der könnte noch viel mehr erzählen aus der guten alten Alfa Romeo-Zeit. Ja, ja. Und dann ist natürlich schon der Holm. Ich war ja 69 sein Mechaniker mit dem Alistair zusammen. Und der Holm, das war natürlich auch ein spezieller Typ. Ein Neuseeländer und
ich habe gelernt, diese Leute zu schätzen und zu lieben, weil sie waren sehr talentiert, viel. Also es gibt überall talentierte Leute, aber die Neuseeländer, das ist natürlich so früher, die sind am anderen Ende der Welt. Bevor sie ein Ersatzteil aus der alten Welt bekommen, machen wir doch das selber. Und die konnten viele Sachen. Das ist auch damals so gewesen. Das war beim Brabham so, das war beim McLaren so, hat es viele Leute so gehabt. Ja, so, das war ungefähr. Und dann, der Holm, der ist dann auch sofort in die Werkstatt gekommen, Danny Holm. Er hat gesagt, we carry on, we carry on. Mhm. Dann kommt noch dazu, er hat einen Unfall in Indy gehabt und hat die Hände verbrannt, hatte starke und konnte nicht fahren. Ich weiß noch, er hat die Arme eingebunden gehabt. In Holland, das erste Rennen nach dem McLaren-Unfall war Holland. Und da konnte der Holm nicht fahren und da ist der Peter Gettin gefahren, weil er seine Hände noch verletzt hatte vom Feuer von Indianapolis. Aber in Can-Am ist er dann gefahren mit der verletzten Hand und hat, glaube ich, auch gewonnen das Rennen. Aber es war schon der Holm, der uns viel geholfen hat. Also Neuseeländer, da machen wir jetzt weiter, oder? Mhm. Und ganz wichtig war natürlich der Tyler Alexander und der Teddy Mayer. Der Teddy Mayer. Der Partner oder Finanzier oder was auch immer, die haben schon gesagt, ja, jetzt machen wir weiter. Aber das war ein Riesenschock, weil der McLaren hat diese Leute um sich geschart, die angefressen waren, und er hat jedem eine Chance gegeben, du kannst doch das und so. Also das war schon sehr eindrücklich. Und der Howden Ganley hat ihm mal gesagt, wenn der Bruce am Morgen in die Werkstatt kommt und sagt, Leute, heute marschieren wir durch die Sahara, ja, dann gehen wir mit ihm, oder? Fertig. Also er hatte schon die richtigen Leute um sich. Und das war auch sein Erfolg mit dem kleinen Team, Anführungszeichen, kleines Budget. Klar, die haben sehr viel Geld verdient mit den Can-Am, aber die haben nicht Geld geschäffelt. Sie haben es sofort wieder ausgegeben für irgendwelche Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.